Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wie ihr es sicherlich mitbekommen habt, ich bin offscreen ein bisschen umhergewandert, einfach nur um die Map aufzudecken und um ein bisschen zu farmen. Ich habe ein kleines Häuschen gefunden mit ein paar Pfeilen und Federn drin in einer Fackel. Ein paar Mobs habe ich geklatscht, Steine, Holz habe ich gefarmt und ja, während ich das in Ruhe gefarmt habe, habe ich ein neues Biom entdeckt, was ich sehr interessant finde, auf jeden Fall. Ich genieße erstmal den schönen Ausblick in der 10. Welt von Yggdrasil. Und hier oben ist das Biom. Okay, das habe ich natürlich noch nicht entdeckt. Es ist ein reines Schneebiom, was ich mal richtig geil finde. Und ja, ihr seht's, ich habe ein bisschen aufgedeckt, hauptsächlich hier unten, da bin ich einmal gestorben. Ne? Und ja, also ein Schneebiom auf dieser Map, geil. Da unten war auch nochmal ein Haus, da gehen wir dann natürlich auch nochmal hin, das habe ich auch noch gesehen. Ja, wir werden uns mal das Schneebiom angucken, würde ich sagen. Nebenbei versuchen, ein bisschen besser zu werden. Okay. Berge. Nebenbei versuchen, ein bisschen besser zu werden. Und wow, ich erfriere. Wow. Okay. Ich bin hier raus. Ja, tschüss, ich bin raus. Okay. Ja. Wir brauchen wärmere Kleidung, eindeutig. Ich war hauptsächlich auf der Suche nach Nahrung. Und ja, da findet man erstmal so ein richtig geiles Biom, wo man nicht rein kann, weil man erfriert. Das ist nicht schön. Komm, ich will nur euer Leder haben. Da unten war sie. Hä? Hier war doch noch ein zweites Wildschwein. Wo ist das hin? Egal, wir werden bestimmt noch welche finden. Ich muss ja versuchen, meine Skills hier noch ein bisschen hochzutreiben, damit ich besseres Zeug machen kann. Deswegen bin ich am Farmen, am Kämpfen. Sowas mache ich aber hauptschließlich offscreen, weil ich denke mal nicht, dass das irgendjemand sehen will. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Meine Güte. Hier unten war irgendwo noch ein Häusle. Das wollte ich mir auch noch mal anlunzen. Da ist noch eine Wildsau. Die brauchen wir fürs Leder. Da ist noch eine. Nice. Komm mal her. Au. Ey. Bleib hier. So. Der lebt noch? Sonst sind die immer One-Hit. Und es wird natürlich wieder Nacht, was ich überhaupt nicht so liebe. Genau deswegen, ne? Falls ich mich merkwürdig anhöre, ich muss mich entschuldigen, aber ich bin total verrotzt. Ich habe eine Nasennebenhöhlenentzündung, weswegen meine Nase, ja, des Häufigeren zu ist. Und ja, also nicht wundern, hier ist das Haus, wenn ich mich ein bisschen merkwürdig anhöre oder es Nebengeräusche gibt, die man nicht unbedingt hören möchte. Und da ist eine Kiste drinne. Nice. Oh, ich würde mich über Leder mehr freuen. Aber wir haben schon mal immerhin 10 Stück.
Und ja, mal gucken. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich baue offscreen mein Pier weiter, wo die Anlegestelle für mein Floß ist. Die habe ich auch fertig gebaut. Die zeige ich euch in den nächsten Aufnahmen noch. Da ist wieder ein Runenstein. Und ich dachte gerade, da kommt ein Mob raus. Holy, aber es war nur ein Stein im Wasser. Aber die Musik ist sehr bedrohlich. Hier laufen noch nicht wieder diese riesen Trolle rum. Ich war einst Astrid, Schildmaid des Waldes. Ich weiß nichts mehr über mein Leben, bevor ich hier erwachte. Doch mein Arm erinnert sich des Schwertes und meine Augen, hallo Reh, erkennen den Flug von Pfeilen. Und nun leiten mich die Raben. Heute kämpfe ich in Odins Namen gegen Bestien und Bestia. Okay. Ich habe auf jeden Fall gerade ein paar Mobs gehört. Ja, wir sind halt ein ganzes Stück von zu Hause weg. Ey! Von zu Hause weg. Irgendwas hat mich versucht abzuschießen, ne? Ich höre das! Och nee, das sind diese blauen Augenviecher. Die mag ich überhaupt nicht. Die mag ich überhaupt nicht. Komm mal her, Wildsau. Schnell mal was futtern. So. Ein bisschen Ausdauer, Ragnar. Aber der haut ab, das ist sehr gut. Was waren das jetzt für blaue Partikel da drinne? Die reizen mich irgendwie. Werde ich schon wieder abgeschossen? Aber von wo? Oh, der hat nur grüne Augen, der ist easy. Oder auch nicht? Was ist das denn für einer? Geh mal weg! Geh! Der folgt von... Alter, nee! Aber folgst du mir immer noch? Nein, er hat abgelassen. Holy! Was war das? Mann, ey, was gibt's denn hier noch für Mobs? Ich muss unbedingt stärker werden, bessere Ausrüstung haben, damit ich hier mal ein bisschen... Was war das gerade? Es hat sich angehört wie ein vorbeifliegender Pfeil. Und ein ganz komisches Fiepen, aber okay. Was ist das hier? Entweder ist das ein Das war ein Vogel. Wow. Ich dachte, das wäre eine neue Art Pilz. Nö. Ja, komm, ich lande gleich im Wasser, wenn das so weitergeht hier. Ich wollte eigentlich nur da hoch. Aber wir könnten im Grunde auch darüber schwimmen. Was ich auch machen werde.
Und ganz schnell die 8. So. Die 1. Oh. Oh. Okay. Hier gibt's aber nichts Besonderes drin. Schade. Schade, schade, Schokolade. Springen, 11. Das habe ich halt auch noch nicht ganz verstanden, ne? Wie das Skillsystem hier abläuft. Also man bewegt sich und kriegt Punkte fürs Laufen, Sprinten, Springen. Das ist normal. Aber ja, wann wird das mal hier und so? No? Ich würde gerne mal und so neue Sachen. Hier ist noch eine Hütte. Ohne Kiste. Wow. Wir sind schon wieder im unerforschten Gebiet. Das ist nicht gut. Ah, komm, Busch. Oh Mann. Ich wette, hier kommt gleich wieder irgendein Mob, was mich one-hitten tut oder so. Und ich komme nicht mehr an mein Zeug ran. Aber Pilze nehme ich immer mit. Auch wenn ich die Real Life überhaupt nicht mag. Was ist das? Das waren Bäume und Gestrüpp. Und noch ein Hütchen. Mit einer Kiste. Ja, gut. Kann man mal mitnehmen. Kann man mal mitnehmen. Wo sind wir denn jetzt? Ah, okay. Es hat gespeichert, deswegen gab es den Leck. Und ich muss mich kurz bequem hinsetzen, ne? Ja, dort ist immer. Sind wir ja nicht weit weg vom Spawn. Und jetzt regnet es auch noch. Das wird gleich sehr laut werden im Game. Ja, man hört es, es ist sehr laut, das Gewitter. Wir werden uns mal versuchen, auf dem Heimweg zu begeben und mal zu schauen wegen besser Skillen und wie man das irgendwie hinkriegt. Und außerdem machen will ich mit Bogencraft. Ich werde bestimmt gleich Frostschaden bekommen, denn ich leide an Unterkühlung, Kälte, whatever. Tag 11, okay. Pilze. So, wo ist die Sau? Da ist er. Jo, wieder etwas Leder bekommen. Oh.
Ah! Was zum... Was war das? Wieso habe ich so einen krassen Schaden bekommen? Boah, ich muss erstmal nach Hause zu meiner Base. Das geht ja mal gar nicht. Nächste Fackel. So, hier oben ist unser Spawnpunkt, genau, wo wir auf der Welt gespawnt sind. Hä? Okay, es tut mir leid. Ah, okay. Da wird mir gezeigt, wo was ist. Interessant. Interessant, interessant. Also, das habe ich natürlich auch noch nicht gewusst. Rennen 14, okay. Ah, das muss doch für irgendwas gut sein. Tut mir leid, ich habe gerade einen Schuck getrunken, ne? Für irgendwas müssen diese Punkte doch gut sein. Einmal Fleisch und einmal Leder. Nice. So, Leder. Müssten ja bald zu Hause. Ja, ja, ich sehe auf der Minimap schon das Bett. Und ich sehe schon mein Floß. Das war keine Ahnung was. Da seht ihr meinen kleinen Mini-Pier. Ich denke mal, der ist mir gut gelungen. So, mal ganz schnell die. Okay, ich kann nicht schlafen. Nice. Hier hat sich nicht viel verändert. Noch nicht. Kommt aber noch. Ein Feuer brauchen wir auf jeden Fall im Haus. Entfernen, so. Denn... Haha, wir haben Feuer im Haus. So, und jetzt müssen wir halt... Das Bett wurde uns auch so gemacht. Hier. Stell mal das Bett hin. Ach du Heimatland. Dahin. So. Ja, sieht doch recht gut aus. Kann man auch irgendeine Begrenzung machen? Das kann man halt tatsächlich, dass man nicht runterfallen tut.
Cool. Nee, das lassen wir mal offen. Ich muss ja da ran wegen Essen machen. Da wir ganz viel davon haben. Ich glaube, die kann man auch im Feuer verarbeiten. Das alles dahin. Ich muss mal ganz kurz mein Zeug hier raushauen. Der Harz dorthin. Die kommen dorthin. Das kommt mal alles hier runter jetzt. Die 4. Hä? Was soll denn das? Hä? Ich kann kein Essen brennen? Wie? Hä? Hä? Boah, dieser Sturm da draußen, oh, der ist nervig. So, und natürlich noch ein Schild für die Verteidigung. So. Holzpfeile können wir auch noch herstellen, ein paar. Und einmal noch, so. So, aber warum kann ich... Okay. Ich ahne es. Hä? Holz. Wow. Es fehlt mir einfach Holz. Die 4. Oh. Das gefällt mir doch, so ein paar schöne Dings hier. Ein paar schöne Wildschweinhaxen. Und jetzt versuchen wir die auch nochmal. Die gehen natürlich auch. Geil. Ja. Ich würde sagen, den Rest mache ich aber offscreen, weil ich denke mal, das wird euch zu langweilig sein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und vor allem den Daumen nach oben, der ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.